Mir fehlen gerade so ein bisschen die Farming-Abschnitte, wo ich weitererzählen kann. Das ist ein bisschen doof, weil gleich, wenn wir wieder ein bisschen Story-basiertes zu Gesicht bekommen und dann... Aber das Thema wollte ich schon noch ganz gerne loswerden. Ah ja, wir suchen einfach mal das Ding. Also, 3000 Abos. Wie gesagt, YouTube hat sich relativ komisch entwickelt in letzter Zeit. Und, also nicht nur in letzter Zeit, es ist mir halt mit der Zeit immer mehr klar geworden, dass auf YouTube... Irgendwann hat es mal angefangen mit Individualismus. Ja, Leute waren als Individualisten, ja, bekannt und geschätzt und gemocht. Finde ich schön. Irgendwann hat sich das halt dahingehend entwickelt, dass man ohne, ja, gezielte Taktiken und gezielte Mechanismen, um auf YouTube Erfolg zu bekommen, halt nicht mehr weiterkommt. Das ist schon ein bisschen schade, muss man einfach sagen. Hallo? Ja, das ist sehr schade. Und das hat mich halt auch ein bisschen traurig gemacht schon, ja. Kann man so sagen, aber ich werde da gleich nochmal was dazu sagen. Du willst wissen, wer ich bin? Nun, altes Haus, ich bin niemand anderer als Colorado, der berühmte Abenteurer und Archäologe. Ich ziehe um die Welt. Und du bist Mario, stimmt's? Was machst du hier? Ich bin auf dem Weg nach Lava Lava Island in der Südsee, um ein diabolisches Geheimnis zu lüften. Es scheint, als wären dort antike Schätze in einer vulkanischen Höhle verborgen. Aber ich sitze ein wenig in der Tinte. Es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Denk nach, Colorado. Wie kann man das Meer überqueren? Vielleicht... mit einem komischen blauen Ding? Vielleicht, wenn man nochmal draufhaut? Oh ja. Oh! Was machst du denn da? Oh, gütiger Himmel. Ich habe mich schon gefragt, was das wohl sein mag. Sieht aus wie ein riesiger Thunfisch. Ich sehe eher einen Wal, aber gut. Ja, okay. Ich bin kein Thunfisch, ich bin ein Wal. Und ich habe ein Problem. Es fühlt sich an, als würde jemand in meinem Bauch herumhüpfen. Aua, aua, helft mir. Ich würde sagen, dieser große Thunfisch leidet an Bauchschmerzen. Mario, würdest du dem Fisch mal kurz zur Flosse gehen? Ich hab gesagt, ich bin kein Thunfisch. Ah, ich bin ja nicht mal ein Fisch. Und langsam bekomme ich auch Kopfschmerzen, wenn ihr weiter auf mir herumtrampelt. Könntet ihr wohl meinen Bauch untersuchen? Ich bitte euch. Yes. Lecker, lecker, lecker. Immer rein damit. Eine Vorsichtsmaßnahme würde wahrscheinlich ganz gut tun. Einmal bitte den KP Plus On weg und den Stachelschild On an. Ich glaube, das sollte... Ja, was machen wir noch an? Meditation. Doppelgriff. Für 3 DP darfst du 2 Items während einer Runde einsetzen. Ist natürlich verlockend, aber bringt nicht so viel. Powerhauer, den können wir nochmal anmachen, genau. Ja, das hier sieht doch schwer nach Watzgebiet aus. Im Bauch eines Wals. So geht die Episode jetzt weiter. Der komischerweise auf einmal 5-mal so groß ist wie vorher, aber gut. Ah, wer ist da? Was hast du mit der Funzel vor? Ja, eigentlich würde ich ganz gerne Gumbario rausholen, aber ich glaube, dann wird es wieder dunkel. Ich glaube, das ist nicht so gut. Dann machen wir lieber wieder sowas hier. Bam, 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 bam. Wer bist du denn? Hey, Freundchen, suchst du Ärger? Den kannst du haben. Ich bin ohnehin schon mal schon angefressen genug. Mach dich bereit für eine Tracht Prügel. Kein netter Geselle offenbar. Aber gut, wir scannen erstmal. Es lohnt sich natürlich. Oh ja, jetzt wird auf einmal wieder... Nein, ich kann ihn überhaupt nicht scannen. Das ist natürlich sehr uncool. Das ist total uncool. Was soll man denn da machen? Ich würde ihn gerne scannen, aber es geht leider offenbar nicht. Aha. Ja, dann müssen wir halt mit Watt ran. Was soll's. Ist ja die einzige Möglichkeit gerade. Und dann fällt er hoffentlich runter. Ja, es war... Okay.
Okay, jetzt hängt er sich nochmal da oben dran. Interessant. Jetzt kann ich überhaupt nichts mehr machen. Mitglied wechseln. Nichts tun. Boah, machen wir halt mal eine Erfrischung. Warum nicht? Ich könnte einen Sternensturm machen, aber die Frage ist halt, ob es das bringt. Das ist ja miese. Gegner, der an der Decke hängt. Was soll denn das? Naja, müssen wir durch. Naja, ich krieg das Action-Kommando nicht hin. Egal. Ja, wie gesagt, warum macht mich das traurig? Ich weiß nicht, diese Art, dass man immer kommerzieller wird und sowas dann halt, was eigentlich als Freizeitaktivität gedacht war, dann in professionelle Ausmaße gerät, finde ich jetzt irgendwie immer ein bisschen, ja. Also das ist nicht mal so das Problem. Das wirkliche Problem, was ich daran sehe, ist, dass Menschen, Zuschauer, dass sich Zuschauer in Zahlen fassen lassen und dass sich, ja, dass sich Zuschauereigenschaften oder, ja, damit auch menschliche Werte irgendwie als Kollektiv fassen lassen und dass es nicht mehr um individuelle Zuschauer geht, sondern halt wirklich um darum, dass man eine Masse auch wirklich gut beschreiben kann. Ja, und das ist in meinen Augen immer so ein bisschen komisch. Beziehungsweise, ja, wenn sie Menschen als Zahlen fassen lassen und so ist, scheint es halt, dann läuft doch irgendwas schief, oder täuscht mich das? So, das warst du. Überhaupt kein Problem. Aber ich durfte ihn nicht scannen, warum auch immer. Au, Mist, zuerst entkomme ich diesem blöden alten Fischmann und dann verschluckt mich dieser große Fisch und dann nervt mich dieser schnauzbärtige Kerl. Schon seit ich klein war, gerate ich ständig vom Regen in die Traufe, das nenne ich ein verkorkstes Leben. Mario, ich bin es, du weißt schon, der Wal, kannst du mich hören? Die Bauchschmerzen haben aufgehört, ich fühle mich fantastisch. Jo. Und deshalb erstmal schön wusch alles mit Wasser anfüllen. Ich sehe schon wieder kleine Mario aus der großen... Naja, ist egal. Hey, das bist du ja. Du bist der blöde Fisch, der mich aufgefressen hat. Du bleiköpfiger Depp. Ich dachte, ich wäre geliefert. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe nur mit offenem Mund geschlafen. Nun, ich werde dir dieses eine Mal noch verzeihen, aber pass in Zukunft besser auf. Ich glaube, ich bin dir noch was schuldig. Danke nochmal, Herr Schnauzbart. Passt gut auf euch auf. Dumm, 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 dumm. Puh, ich fühle mich schon viel besser. Man sollte dich Dr. Mario nennen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mich erkenntlich zu zeigen. Ich hab's, ich bin der Thunfisch. Ich meine, ich, der Wal, bin ein sehr guter Schwimmer. Um dir zu danken, bringe ich dich, wohin du willst. Verzeiht, dass ich gelauscht habe, aber sagtest du eben, wohin du willst? Mario, du alter Thunfischdompteur, begleite mich an die Gestade von Lava Lava Island. Das wird sicher eine tolle Reise. Diese Insel muss einfach wunderbar sein. Ich vertraue meinen Instinkten. Mario, ich glaube, das Sternkind hat gesagt, dass einer der Sterne auf Lava Lava Island festgehalten wird. Wir sollten dorthin gehen. Großer Wal, nimm uns mit. Juhu. Wie? Lava Lava Island? Ja, natürlich weiß ich, wo es liegt. Aber dort gibt es einen großen Vulkan und der steht kurz vor dem Ausbruch sehr gefährlich. Möchtet ihr trotzdem hin? Nun, okay, wie ihr wollt. Sagt mir einfach, wann ihr bereit seid. Ja, wir sind bereit. Time for Lava Lava Island? Möchtest du nach Lava Lava Island reisen? Ja, aber jetzt haben wir nicht mehr die Option, woanders hinzugehen. Er hat uns quasi nur einen Ort gegeben, an dem wir hin durften und... Gulp, ich bin doch auch... Es ist doch aber auch völlig sicher, oder? Mach ein bisschen Platz. Okay, das war ein bisschen seltsam gerade. Okay, auf nach Lava Lava Island. Die See ruft nach uns. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einem Thunfisch reiten. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einem Thunfisch reiten. Mario, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie seltsam das Leben sein kann? Ich schon. Das ist kein Thunfisch.
Don't say something like that. Und die wunderbare See und die Möwe. Die eine einzige Möwe, die so groß ist wie ein Wal beinahe. Yes. Also die Cutscene ist zugegebenermaßen ein bisschen schmächlich. Aloha auf Lava Lava Island. Aber gut, bei Paper Mario muss man nicht unbedingt die größten, ja, Innovationen erwarten, oder? Keine Ahnung. So, und jetzt sind wir auf der tropischen Insel. Wenn ihr wollt, dass ich euch zurück nach Toad Town zurückbringe, dann fragt mich einfach. Aha, nun, endlich geschafft. Das ist also Lava Lava Island, umwerfend. Meine Güte, sieh doch, Mario, dort am Horizont, der Gipfel des Lava Lava Bergs. Triumphal, wir müssen los, Beeilung. Und die Musik hier ist einfach mega, mega. Es ist einfach, ja, schön und es wird auch gleich noch dazu kommen. Okay, Stoppuhr. Gleich wird noch da. Oh ja, eine Kokosnuss, die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ich wette, man muss ein Koopa-Blatt und eine Kokosnuss. Was ist das hier? Aha. Gib mir das. Gib mir das. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Okay, an sowas hier kann ich mich nicht wirklich erinnern. Ach, wenn ich mich drehe, dann ist ja cool. Ja, paar kleine Gimmicks, die sie am Anfang eingebaut haben, damit man sich ein bisschen wohler fühlt. Ja, ein bisschen Abwechslung schadet nicht, würde ich sagen. Mehr Kokosnüsse. Wirf sie auf einen Gegner, das ist natürlich... Ja, Hilfe, Hilfe! Da wollen wir doch gleich mal helfen. Wer auch immer da nach uns schreit. Ach, Colorado. Autsch, Mario, du musst den anderen angreifen, Alter. Hast du ein Problem mit mir? Bist du vielleicht eifersüchtig? Schon cool gemacht. So, Tropenfuzzi. Das ist ein Tropenfuzzi. Tropenfuzzi sind anderen Fuzzis sehr ähnlich, aber sie leben im Dschungel. Daher der Name. Maximal KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Sie klammern sich an dich, saugen dir alle KP, saugen die KP aus und laden sich damit selbst wieder auf. Wie gemein. Sie lassen sich so lange nicht los, bis du mithilfe des Action-Kommando wieder abschüttelst. Manchmal teilen sie sich auch. Lass sie uns besiegen, bevor sie die Chance dazu bekommen. Ja, und das hört sich dann tatsächlich schon noch ein bisschen härteren Gegnern an. Kann man, glaube ich, so mitnehmen. Aber insgesamt, ich weiß nicht mehr, wie das Action-Kommando funktioniert. Okay, ich glaube, weniger als 2 Schaden kann man tatsächlich nicht bekommen. Nee, das geht überhaupt nicht. Aber wenn man nach einem Mal abschüttelt, hat man eigentlich das Maximum rausgeholt. Mehr geht dann fast nicht. Ist dann auch egal, ob wir ihm jetzt nochmal Schaden machen oder nicht. Ja, gibt's noch irgendwas, was ich zu dem YouTube-Thema zu sagen habe? Ich weiß es nicht. Es kommt mir halt alles ein bisschen unpersönlich vor. Oder, ja, vielleicht ist es auch... Ja, vielleicht muss das auch gar nicht so sein. Vielleicht ist es okay, in letzter Zeit habe ich das auch so gehandhabt, dass ich da relativ viel, relativ wenig Wert drauf lege und mich einfach berieseln lasse. Aber ursprünglich war YouTube für mich halt schon mal eher, ja, nicht nur pures Berieseln, sondern auch Leute kennenlernen und was auch immer. Und das ist halt schon irgendwie ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wie oft willst du das jetzt noch machen, kleiner Fuzzi? Irgendwann wird's halt nicht mehr lustig. Ja, was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Genau, also irgendwann war es halt mal mehr als nur berieseln mittlerweile. Also ich habe das Gefühl, viele lassen sich in der Richtung einfach nur berieseln. Und es gibt auch viele, die dazugekommen sind und es, ja, quasi als Fernsehersatz nutzen. Nur weil es da halt keine Werbung gibt. Beziehungsweise weil sich die Werbung entweder sehr viel kürzer verhält oder sich wegklicken lässt oder sich weg-adblocken lässt. Keine Ahnung. Ja, und ich weiß nicht, ob das ursprünglich mal der Sinn war, weil, ja, theoretisch wird das LP dann irgendwann genau dahin laufen, wo das Fernsehen für die Leute hingelaufen ist, die erstmal, ja, also, ich sag mal, viele Leute, die anfänglich auf LPs gestanden haben, waren bestimmt auch relativ aktiv im Fernsehgucken. Alle, die ich bisher so kennengelernt habe von YouTube,
können das bestätigen und die haben in LPs gucken irgendwie auch einen Fernsehersatz gefunden, aber halt einen Ersatz, weil es halt nicht dasselbe ist. Jetzt läuft das aber für manche Leute wieder in Richtung Fernsehen. Puh, du hast mich gerettet. Vielen Dank, alter Freund. Nun, jetzt aber genug. Wir sollten uns zusammenreißen und nicht und weitermachen, ja? Du hast gejammert. Ja. Und wenn das jetzt tatsächlich zu einem Fernsehersatz wird für die meisten, jetzt habe ich nicht gelesen, für wen der Brief war. Igor in Buhus Laden. Ne? Was sucht der denn hier auf der Insel? Das soll mir mal jemand erklären. Stimmt, was gibt's denn bei den Glockenblumen hier? Das klingelt einfach nur. Interessant. Hier auch. Interessant. Hier nehme ich natürlich gerne nochmal die Münzen mit. Gib mir das. Gib mir das. Dankeschön. Ja. Und ich weiß nicht, das würde... Ja, fährt dann für mich dann auch wieder in eine Richtung, wo ich sage, okay, jetzt vielleicht nicht mehr. Weil wenn es immer mehr wie Fernsehen wird und irgendwann keine Leute... Ja, man hat irgendwann keinen Bock mehr auf Fernsehen, vielleicht sucht man sich dann was Neues. Und das wäre schade, weil ursprünglich fand ich, ja, LPs gucken extrem, extrem cool. Mittlerweile habe ich immer noch meine Leute, wo ich das extrem cool finde, aber, ja. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass dieser, ja, dass dieser Hype dann oder dieses Fernsehgucken, ja, oder dieser Willen, das als Fernsehguckersatz quasi genauso fortzuführen, wie man angefangen hat, dass das dafür sorgt, dass dann die LPer, die das halt nicht so betreiben, irgendwann keinen Bock mehr haben, weil die logischerweise keinen Zulauf mehr kriegen. Und dann hätten wir halt nur noch solche Fernsehersatz-LPer und die wären für mich halt nicht so wirklich lukrativ. Das wäre ein bisschen schade. Und dahingehend soll es halt nicht unbedingt laufen. Ja. Und das mit den 3000 ist halt auch so, das hat mir jetzt halt nur mich nur drüber nachdenken lassen, wie man denn auf YouTube im Idealfall groß wird und dass das halt nicht unbedingt das ist, was ich hier mit meinem Kanal verkörper. Im Gegenteil, ja, ich habe ungefähr genau das gemacht, was man nicht machen sollte.